Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, den zweiten Bericht der Vorsitzenden des Petitionsausschusses betreffend bisherige Tätigkeit in der 19. Wahlperiode. Das dazugehörige Dokument ist 3277/19 und erteile als erstes der Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Frau Ypsilanti, das Wort für den Bericht. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Nach § 105 der Geschäftsordnung des Hessischen Landtags liegt Ihnen heute der Bericht der Vorsitzenden zur Tätigkeit des Petitionsausschusses in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015 vor. Da Sie ja alle den Bericht ausführlich vorliegen haben, beschränke ich mich auf einige zusammenfassende Erläuterungen. Wir haben 1.220 Petitionen von Bürgerinnen und Bürgern in dieser diesem Berichtszeitraum erhalten. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der eingegangenen Petitionen um 10% gestiegen und hat damit immerhin den höchsten Stand seit 10 Jahren erreicht. Als Schnittstelle, und manchmal sind wir auch Vermittlerin, haben die Kolleginnen und Kollegen des Petitionsausschusses in 10 Sitzungen die behandelten Anliegen mit enormem Aufwand in der ganzen Bandbreite bearbeitet. Sie können sich vorstellen, dass wir uns wieder ganz neu in vielfältigste Themen sehr tief einarbeiten müssen. Ein Schwerpunkt bilden eigentlich wie fast immer, auch diesmal in zunehmendem Maße, die Petitionen zum Aufenthaltsrecht, aber auch im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, im Bereich des Baurechts, der Schule, in dem Bereich der Sozialleistungen, aber auch, und das ist, das zweithäufigste Sachgebiet, der Bereich der Justiz, sind Eingaben eingegangen. Und in den Sachbereich Justiz fallen vor allem auch die Eingaben von Gefangenen. Im Untersuchungsausschuss Justizvollzug werden die behandelt, und zwar waren es dort 69 neue Petitionen. Wir haben im Berichtszeitraum 1.201 Petition abschließend behandelt, und davon wurden 89 positiv, 57 teilweise positiv erledigt. Das machen wir am liebsten. Das sind 12,2% der eingegangenen Petitionen. 57% sind negativ beschieden worden, ist also gut die Hälfte. Und 30% bewerten wir als neutral. Neutral heißt, die sind an andere Landtage gegangen, sie sind an Ministerien gegangen, weil es nur Auskunftsersuchen waren, oder auch zuständigkeitshalber an den Deutschen Bundestag. Lassen Sie mich noch einige Bemerkungen zum Aufenthaltsrecht machen. Petitionen zum Aufenthaltsrecht sind im Berichtszeitraum stark gestiegen, und zwar von 248 Petitionen im Jahr 2014 um 72% auf 427 Petitionen. Das war ein sprunghafter Anstieg, aber im Zuge der Flüchtlingsfrage haben wir das auch so erwartet. Die Zahl der Petitionen zum Aufenthaltsrecht hat also 35% der Gesamtzahl waren es 35% der Gesamtzahl der eingegangenen Petitionen, und im Vergleich zum Jahr 2012 hat sich das dann aber auch verdoppelt. Meine Damen und Herren, das ist so ein bisschen die andere Seite der Debatte zur Obergrenze, nämlich das sind die vielen Tausende von Menschen, die sich im Bereich der Flüchtlingskrise mit den Flüchtlingen beschäftigt haben, sie unterstützt haben, ihnen bei der Integration helfen, ja, ihnen Handreichungen machen und dann auch oft eben in Petitionsanliegen münden und teilweise auch ja, mit sehr emotionalen Anschreiben an uns. Bei dem Anstieg handelt es sich in dem Berichtszeitraum, wie gesagt, vorrangig um aufenthaltsrechtliche Petitionen, und zwar, und auch das wird Sie nicht überraschen, im Bereich der Westbalkanstaaten. Dazu gehören Albanien, Kosovo, Mazedonien und Serbien. Bei den kosovarischen Staatsangehörigen, das haben wir auch hin und wieder besprochen, hat uns das Ministerium mit dem ausdrücklichen Wunsch ist auf uns zugekommen, wir mögen die doch vorrangig behandeln, weil die Rechtslage bezüglich der Asylfrage sehr eindeutig war. Diesem Anliegen sind wir nachgekommen, aber ich sage auch dazu, dem sind wir nachgekommen und haben trotzdem sehr akribisch jeden Einzelfall geprüft. Wir haben auch der Bitte des Ministeriums entsprochen, in 13 Fällen vorgesehene Rückführungsmaßnahmen nicht zu intervenieren, das heißt bei uns Eilentscheidungen in 13 Fällen.
Es gab auch erfreuliche Sachen, nämlich im Berichtszeitraum haben Sie doch einige Punkte im Aufenthaltsrecht geändert. So konnten einige Petitionen erfreulich auch gut abgeschlossen werden, bzw. die Petentinnen und Petenten konnten die Petition zurückziehen, weil sie dem Anliegen Rechnung getragen wurden. Wir haben einerseits die Petitionen, wo es um Einzelthemen geht, also um vorwiegend persönliche Probleme. Aber wir haben auch Mehrfachpetitionen, und zwar im Berichtszeitraum 30 Stück. Zu Mehrfachpetitionen sind die, die meistens ein grundsätzlich gesellschaftliches Thema anschneiden und die besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erfahren. Eine davon haben wir heute Morgen auf der Tagesordnung gehabt, nämlich keine Stellenstreichung an hessischen Schulen. Sie wurde immerhin von über 30.000 Personen unterzeichnet. Wir hatten aber auch eine Petition, die mit über 5.000 Unterschriften eingereicht wurde, mit 5.331 zum Einsatz von Mäusegift in der Landwirtschaft. So breit ist unser Spektrum, meine Damen und Herren. Die Behandlung des Anliegens, das muss ich nicht extra noch wiederholen, ist natürlich unabhängig von den Unterstützerinnen und Unterstützern. Ein großer Teil unserer Arbeit ist auch die Öffentlichkeitsarbeit. Denn ein Instrument wie die Petitionen kann natürlich nur genutzt werden, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die Menschen, auch wissen, dass es dieses Instrument gibt. Und zu diesem Zwecke machen wir auch Bürgersprechstunden. Wir haben im Berichtszeitraum sowohl in Wiesbaden, aber auch in Friedberg und in Kassel beim Landeswohlfahrtsverband Sprechstunden abgehalten zum Sozialleistungsrecht, zu Beschwerden bei Bau- und Katasterämtern, Erhalt von Schwimmbädern, aber auch aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten. Diesmal muss ich, jetzt ist kein Medienvertreter da, aber ich habe mich ja immer etwas beklagt, dass die Medien nicht gut über uns berichten, über die Angebote, die der Petitionsausschuss macht. Das ist besser geworden. Das spüren wir dann auch gleich bei den Sprechstunden, bei den Anliegen, die an uns herangetragen werden. Aber bitte, Medien, lassen Sie nicht nach. Die Bürger müssen ja wissen, dass es dieses Instrument gibt. Ein großer Teil. Ein großer Teil der Öffentlichkeitsarbeit ist auch unser Angebot, das wir immer auf dem Hessentag machen. Nämlich, wir haben einen eigenen Petitionsstand. Und diesmal haben wir Bürgersprechstunden in Hofgeismar auch am Petitionsstand angeboten. Die sind auch mit großem Erfolg wahrgenommen worden. Und was nun auch schon fast Tradition hat, ist, dass wir in der Hessentagsstadt uns eine Schule aussuchen und mit dieser Schule ein Petitionsprojekt machen. Das wird hier im Landtag vorbereitet. Dann gehen wir am Hessentag dort in die Schule und machen sozusagen ein Petitionsrollenspiel. Das war sehr lebendig an der letzten Schule. Das war die Hertwig-Plankerts-Schule in Hofgeismar. Da wollten die Schülerinnen und Schüler einen Selbstverteidigungskurs festschreiben. Sie wollten einen Erste-Hilfe-Kurs festschreiben. Und auch über die Abgabe von Energy-Drinks wurde diskutiert. Ja, und manche Petitionen benötigen auch einen Ortstermin, dass sich die Berichterstatterin und Berichterstatter ein Bild von der Situation vor Ort machen können, wenn es um eine Eingabe geht, die sozusagen eine örtliche Gegebenheit betrifft. Von diesen Ortstermin haben wir auch ziemlich viele im letzten Berichtszeitraum gemacht. Wir haben eine Informationsbroschüre herausgegeben. Und zwar gibt es ja im Artikel 9 der UN-Behindertenrechtskonvention die Zugänglichkeit zu Information und Kommunikation geregelt wurde. Und um dem gerecht zu werden, haben wir seit Längerem mit den Fragen der Barrierefreiheit uns auseinandergesetzt und der leichten Sprache. Seit der 19. Wahlperiode liegt dieser Bericht in leichter Sprache vor. Da haben wir mit der Lebenshilfe Main-Taunus zusammengearbeitet. Bei dieser bedanke ich mich für die Unterstützung bei dieser Broschüre. Sie wissen auch, meine Damen und Herren, dass wir seit Oktober die Möglichkeit haben, Online-Petitionen beim Hessischen Landtag entgegenzunehmen. Das ist ein Instrument, das sehr gut genutzt wird. Das heißt, man kann einfach in einem Online-Formular die Petition einreichen. Und immerhin wurde diese Möglichkeit von 259 Petentinnen und Petenten benutzt. Also, das heißt, jede fünfte Petition ging als Online-Petition ein. Also, die Online-Petition ist ein wichtiger Baustein geworden, um den Bürgerinnen und Bürgern sehr schnell die Möglichkeit zu geben, hier ihre Petition beim Hessischen Landtag anzubringen.
eine Sache haben wir nicht verwirklicht. Ich hatte im letzten Petitionsbericht angekündigt, dass wir uns dem Bereich öffentliche Online-Petitionen widmen wollten. Ich hätte gerne eine Expertenanhörung dazu gemacht, weil öffentliche Online-Petitionen gibt es auch schon in anderen Bundesländern. Ich fände das sehr interessant, wenn der Landtag sich damit beschäftigt hätte. Leider haben wir ein solches Gespräch nicht zustande gebracht, weil sich die Obleute der Fraktionen auf das Vorgehen und die Expertinnen und Experten nicht einigen konnten. Vielleicht wäre es schön, wenn sich die eine oder andere Fraktion diesem Thema dann doch annehmen würde. Es stehen ein paar wichtige Termine noch an in diesem Jahr, und zwar vom 2. bis 14. Juni in Brüssel die Konferenz des Europäischen Verbindungsnetzes der Bürgerbeauftragten und Petitionsausschüsse. Und da geht es, wen wir das wundern, auf die Reaktionen auf Europas Migrationskrise und die Förderung der Lobbytransparenz. Das gleiche Thema, nämlich das der Lobbytransparenz in der Europäischen Union, wird bei der Tagung der Petitionsausschüsse des Bundes und der Länder im September auf der Tagesordnung stehen. Und der Petitionsausschuss hat beschlossen, eine Ausschussreise nach Athen zu machen und nach Lesbos, weil wir uns dort die Fragen, die immer wieder in Petitionen eine Rolle spielen, weil wir uns das vor Ort mal genau ansehen wollen. Bleibt mir zum Schluss noch der Dank. Es gab ein bisschen Fluktuation im Arbeitskreis. Frau Müller war meine Stellvertreterin. Ich danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit, Frau Müller. Aber ich bin sicher, dass ich auch mit der Nachfolgerin, Frau Goldmann, mit Ihnen als im Sinne des Petitionsausschusses als meine Stellvertreterin gut zusammenarbeiten werde. Ich bedanke mich auch bei den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung, insbesondere im Petitionsbereich, die uns sehr gut unterstützen und vorbereiten. Aber ganz ausdrücklich auch bei den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen. Denn wissen Sie, gerade im ausländerrechtlichen Bereich sind wir ganz oft mit wirklich schwierigen Fällen müssen wir uns beschäftigen und müssen oft Rückführungen machen. Und wir wissen, dass da Familiendramen sind. Wir wissen, dass Kinder dazugehören. Das fällt uns allen schwer. Und oft beschäftigt uns das auch noch über die Entscheidung der Sachenrechtslage hinaus. Und deshalb vor allem auch an die Kolleginnen und Kollegen einen herzlichen Dank, dass Sie sich immer wieder so intensiv in die Fälle einarbeiten und sie mit uns gemeinsam entscheiden. Und ich wünsche mir auch weiterhin zusammen gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ypsilanti. Ich glaube, ich spreche im Namen des ganzen Hauses, wenn ich sage, nicht nur vielen Dank für diesen Bericht, sondern vielen Dank für Ihre Tätigkeit als Vorsitzende des Petitionsausschusses. Ich eröffne die Aussprache zu diesem Bericht. Und als Erstes hat sich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN Frau Goldbach gemeldet. Vereinbarte Redezeit ist 5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich auch erst einmal bei Frau Ypsilanti bedanken für den Bericht, aber vor allem auch dafür, wie Sie diesen Ausschuss leiten, nämlich immer ruhig, sachlich, aber engagiert. Ich glaube, das trägt ganz wesentlich dazu bei, dass wir dort zusammen mit allen Fraktionen so konstruktiv und gut zusammenarbeiten können. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt seit 2 Jahren im Petitionsausschuss, und eines kann ich ganz klar sagen, ich habe unheimlich viel gelernt in dieser Zeit, weil wir uns eben mit so vielen Themen befassen, ob eine Hütte in einem Naturschutzgebiet widerrechtlich errichtet wurde oder nicht. Es geht um Aufenthaltsrecht, ganz oft kann jemand bei uns bleiben in diesem Land oder nicht. Es geht um Sozialrecht, empfängt jemand Leistungen, ja oder nein, in welcher Höhe, für welchen Zeitraum. Justizvollzug, muss jemand wirklich seine Haftstrafe antreten oder kann ihm doch noch einmal eine Ratenzahlung seiner Strafe gewährt werden. Also, die Bandbreite ist ungeheuerlich, und das ist das Schöne an der Arbeit dort, dass man wahnsinnig viel lernt, weil wir uns alle auch richtig immer in die Fälle und Sachthemen reinschaffen.
Es ist auch schwer, weil wir mit sehr persönlichen Schicksalen konfrontiert werden und weil wir leider oft auch die Lage der Petenten mit unseren Entscheidungen nicht verbessern können, auch wenn wir das oft gerne tun würden. Aber es gibt auch Fälle, in denen wir, auch viele Fälle, in denen wir gute Lösungen finden, zusammen mit den zuständigen Ministerien, den Fachabteilungen, bei denen dem Petenten geholfen wird. Und dafür lohnt sich die Arbeit. Und ich finde, da zeigt sich auch der große Unterschied zwischen der Arbeit im Petitionsausschuss und unserer sonstigen parlamentarischen Arbeit, weil wir sind da den Bürgerinnen und Bürgern so nah. Wenn wir in Gesetzgebungsverfahren sind, dann können wir uns vorstellen, welche Auswirkungen das für die Bevölkerung hat. Aber im Petitionsausschuss sind wir direkt mit Schicksalen, mit Menschen, mit Personen, ihren Anliegen konfrontiert. Und das ist etwas, was sehr gut, glaube ich, für uns ist und auch für unsere Arbeit hier im Landtag. Von den Petitionen, die wir bearbeitet haben, sind 57,1% negativ beschieden worden. Das heißt, da konnten wir dem Anliegen der Petenten nicht entsprechen. Das klingt erst einmal nicht so gut, aber auch bei den Petitionen, die wir nach Sach- und Rechtslage entscheiden, also nicht dem Anliegen entsprechen können, entscheiden wir oft mit Maßgabe. Das heißt, wir bitten darum, dass noch eine Erläuterung zu der Entscheidung gegeben wird. Und die sieht oft so aus, wir bitten die Verwaltung z. B. vor Ort, bitte erläutern Sie dem Petenten, Ihrem Bürger vor Ort doch noch einmal, warum haben Sie so entschieden, warum konnten Sie nicht anders entscheiden, und bitte erläutern Sie vielleicht auch noch einmal Alternativen, die ihm offen stehen. Also gerade wenn es um Baurecht geht, vielleicht gibt es ja noch eine andere Möglichkeit, um dem Bürger weiterzuhelfen oder sein Anliegen irgendwie zu befördern. Ein Großteil, Frau Ypsilanti, Sie hatten es letztes Jahr angekündigt, und Sie hatten völlig recht, dass sich die Zahl weiter erhöhen würde, betrifft eben Ausländerpetitionen. Wir haben eine Steigerung von 72% auf 427 in 2015. Und Sie haben auch schon gesagt, aus welchen Ländern diese Menschen vor allem kamen. Ich möchte noch einmal kurz eingehen auf die Petitionen von minderjährigen Ausländern. Da haben wir durch die veränderte, verbesserte Rechtslage jetzt viel öfter die Chance, diese jungen Leute hier zu behalten, wenn sie sich in Ausbildung befinden. Und da sehen wir, und das möchte ich Ihnen auch gerne mal weitergeben, tolle Fälle von Integration. Also es ist beeindruckend, dann kommt ein junger Mensch hierher, lernt innerhalb kürzester Zeit Deutsch, ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr oft dauert das, macht einen Schulabschluss hier, engagiert sich im Fußballverein, dazu vielleicht noch im Musikverein. Und ein Ausbildungsbetrieb bittet uns händeringend, wir haben hier schon über die Zukunft des Handwerks gesprochen in dieser Woche, bittet uns händeringend, dieser junge Mensch möge doch da bleiben, seine Ausbildung zu Ende führen, um hier weiter in dem Handwerksbetrieb zu arbeiten. Dann ist es natürlich besonders schön, wenn wir diesem Anliegen auch entsprechen können. Und das zeigt uns aber auch diese Fälle, diese ganz persönlichen Fälle, wie eine gute Integration hier in Deutschland für junge Menschen möglich ist. Ortstermine. Frau Ypsilanti sagte auch schon ein paar Worte dazu. Auch in 2015 haben wir mehrere durchgeführt. Sie dienen halt dazu, uns ein Bild von der Lage vor Ort zu machen, also wirklich Augenscheinnahme und nicht nur Aktenstudium. Wir lernen dabei auch einmal, dass man gescheites Schuhwerk anziehen muss, wenn man irgendwo rausgeht, weil dann die feinen Lederschuhe im Matsch versinken. Aber ich glaube, diese Ortstermine sind sehr gut, nicht nur, weil wir uns dann ein besseres Bild machen können, sondern auch, weil die Petenten sehen, dass wir sehr wohl wissen, was wir nach Aktenlage entscheiden können, aber was wir eben auch auf der anderen Seite mal in Augenschein nehmen müssen. Frau Goldbach, kommen Sie bitte zum Schluss. Ja, gerne. Insgesamt muss ich sagen, eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen allen Fraktionen. Ich danke dem Referat ganz herzlich für die tolle Unterstützung, auch gerade als ich mich neu einarbeiten musste und durfte in diesem Bereich. Das macht Spaß und hat Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei den zuständigen Ministerien für die tollen Stellungnahmen und die intensive Zusammenarbeit. Ich freue mich, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Danke, Frau Goldbach. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Müller das Wort. Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen!
Wir haben sehr viel eben über die Arbeit des Petitionsausschusses gehört. Frau Vorsitzende, auch Ihnen noch einmal ganz herzlichen Dank für den Bericht und für Ihre sehr gute und wunderbare Arbeit. Meine Damen und Herren, der Petitionsausschuss, den ich ganz als außerordentlich wichtig einschätze, ist die unmittelbarste Schnittstelle zwischen dem Parlament und den Bürgerinnen und Bürgern. Das Petitionsrecht kann von jeder und jedem in Anspruch genommen werden. Und in wie vielen Fällen das geschieht und mit welchem Hintergrund, das haben wir eben im Bericht der Frau Vorsitzenden schon gehört. Wir haben auch gehört, und das gehört zu der bemerkenswerten Erscheinungsform der Arbeit im Petitionsausschuss, dass wir uns wirklich von der sprichwörtlichen Streiterei am Gartenzaun bis zum bewegenden und ergreifenden menschlichen Drama wirklich in der ganzen Bandbreite bewegen dessen, was das menschliche Schicksal und das Leben so bereithält. Auch ich möchte meine ausdrückliche Anerkennung und Dankbarkeit darüber aussprechen, wie die Mitglieder des Petitionsausschusses über alle Fraktionsgrenzen hinweg wirklich mit großer Ernsthaftigkeit und mit großem Verantwortungsbewusstsein und auch Empathie, möchte ich sagen, zusammenarbeiten. Dafür danke ich ganz herzlich. Das ist ein sehr angenehmes Klima, in dem man gerne arbeitet. Mein größter Dank jedoch, und auch da schließe ich mich meinen Vorrednerinnen an, gilt dem Referat, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien und der Verwaltung, die uns äußerst kompetent, sehr sensibel und umfänglich arbeitet und uns damit unterstützt. Das ist von größter Bedeutung für uns, für unsere Arbeit im Petitionsausschuss, für die Mitglieder, die darin arbeiten, aber vor allen Dingen natürlich auch für die Anliegen der Bürger, die wirklich im Vertrauen darauf, dass so mit ihren Anliegen umgegangen wird, sich an uns wenden und das auch immer größerer Zahl tun. Wir wünschen uns das weiter. Wir wünschen niedrigschwellige Angebote durch Sprechstunden, durch die Broschüre in leichter Sprache und vieles andere mehr. Wir arbeiten und tun das hoffentlich weiterhin so gut zusammen und vor allen Dingen Sie aus der Mitarbeiterschaft nicht für uns, sondern tatsächlich für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die in allermeisten Fällen wirklich wichtig und berührend sind. Dafür noch einmal ganz herzlichen Dank und Ihnen fürs Zuhören. Danke sehr. Danke, Frau Müller. Für die FDP-Fraktion hat sich Herr Rock zu Wort gemeldet. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will nicht alles wiederholen, was meine Kollegen schon erklärt haben. Ich glaube, jeder, der schon einmal im Petitionsausschuss war, und es waren ja viele Abgeordnete, die heute hier auch im Parlament aktiv sind, wissen um die besondere Art und Weise des Arbeitens im Petitionsausschuss auf die besondere Situation der persönlichen Ansprache und auch die besondere Herausforderung, sich mit diesen persönlichen Schicksalen auch auseinanderzusetzen. Das macht mir großen Spaß, und darum bin ich auch immer noch in diesem Ausschuss, weil das immer eine schöne Herausforderung ist. Und auch wenn in dem Ausschuss, so wie es eben unter politischen Parteien, Fraktionen in einem Landtag eben auch Usus ist, gewisse Spannungen gibt, es gibt Mehrheitsverhältnisse, so ist es doch hier etwas, was uns durch die persönlichen Schicksale verbindet. Ich habe Kollegen von denen ich, oder Kolleginnen, von denen ich vielleicht ein gewisses Bild mir gemacht habe, sehr wohl erlebt, wie sie sich einfühlsam und wirklich engagiert für die einzelnen Schicksale einsetzen. Und da gewinne ich schon immer wieder den Glauben an die parlamentarische Demokratie und die Auswahl der Bürger hier zurück, indem ich sehe, dass über die Fraktionen hinweg, wenn es um die persönlichen Schicksale geht, doch eine große Übereinstimmung bei den Entscheidungen ich überall feststellen kann und auch den Versuch, wirklich den Menschen zu helfen, soweit es irgend geht. Und das macht mir auch immer wieder besonderen Spaß, und da nimmt man auch ein bisschen Kraft und Energie mit. Frau Ypsilanti hat schon darauf hingewiesen, wir haben ja alle erlebt, dass die Ausländerpetitionen mehr geworden sind. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte eigentlich, es wären noch deutlich mehr. Das werden wir wahrscheinlich erleben, dass, wenn die Situation, der Stau der Anträge und dann die Rückführungen zunehmen würden, dass hier dann auch noch einmal deutlich mehr Petitionen auf uns zukommen. Und deshalb kann ich nur noch einmal sagen, aus dem Erlebten und aus den Berichten, die man aus Ausländerpetitionen mitnimmt, und das ist hier auch zum Teil ja schon angesprochen worden, ist für mich ganz klar, dass wir
wenn wir diese Schicksale der Menschen sehen, die oft natürlich auch aus wirtschaftlicher Not zu uns kommen und sich eine Lebensperspektive erhoffen und viel mitbringen und viel Herzblut mitbringen und sich einbringen wollen in unsere Gesellschaft, dass diese Menschen ein Zuwanderungsgesetz brauchen, in dem sie eben eine echte Chance bekommen, in unserem Land, in unserer Gesellschaft positiv aufgenommen zu werden und sich nach ihren Fähigkeiten auch hier einbringen und entwickeln zu können. Da kommt viel bei uns an, was ich mir einfach wünschen würde. Diese Menschen hätten einen legalen, ordentlichen Weg, wie sie sich hier einbringen könnten. Da ist aus meiner Sicht ein großer Handlungsbedarf. Und wenn man die einzelnen Schicksale sieht, dann weiß man auch, dass viele pauschale Parolen, wo wir vielleicht heute Vormittag schon einmal darüber gesprochen haben, dass die jegliche Substanz entbehren. Für mich ist auch die Petition an sich und das Verhältnis des Petitionsausschusses zum restlichen Plenum, zum Landtag, auch ein besonderes. Das Petitionsrecht ist eigentlich so alt wie das Parlament und hat immer eine wichtige Rolle gespielt in dem Austausch zwischen parlamentarischer Demokratie und den Bürgern. In vielen angelsächsischen Parlamenten ist es so, dass dem Petitionsrecht auch eine ganz besondere politische Bedeutung zukommt. Wir haben ja heute Morgen auch an einem Setzpunkt erlebt, dass Petitionen dann auch hier in der politischen Debatte im Landtag selbst eine Rolle spielen. In anderen Staaten ist dies noch viel deutlicher der Fall. Und Frau Ypsilanti hatte ja auch angeregt, dass es eine Weiterentwicklung geben sollte. Ich glaube, da könnten wir sogar noch ein Schrittchen weitergehen. Und ich würde mir wünschen, dass ich das noch erlebe hier im Hessischen Landtag, dass die Möglichkeiten der Petition und des Petitionsausschusses noch zunehmen werden. Das ist so ein kleiner frommer Wunsch. Ob das dann jemals so kommen wird, das werde ich ja dann erleben oder auch Sie, die dann noch hier mit dabei sind. Ansonsten, die Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Und ich möchte mich natürlich auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlich bedanken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Unterstützung und den klugen Rat, den wir dort erfahren. Und ich möchte natürlich auch sagen, dass ich beim Großteil der Landesregierung mich bedanken möchte für die intensive Zuarbeit und bei den ein oder anderen, die da noch ein bisschen daran arbeiten, besser zu werden. Da geben wir auch immer wieder Hinweise. Ich muss sagen, es kam jetzt zu keinen großen Kollateralschäden in diesem Jahr oder für die Berichtsperiode, wo ich mich besonders hätte ärgern müssen. Wir haben alles einigermaßen hinbekommen. Aber es gibt natürlich auch da kleine Unterschiede zwischen den Häusern, wie sie mit uns zusammenarbeiten. Und auch da sind wir auch kollegial dran, immer wieder den richtigen Ton zu finden. Bleibt mir für meine letzten 15 Minuten nichts übrig, als mich noch einmal ausdrücklich bei der Vorsitzenden zu bedanken für die gute Arbeit, den guten Geist, den sie in diesem Ausschuss eben einbringt, der die Arbeit angenehm und ich glaube auch sehr erfolgreich macht. Vielen Dank. Vielen Dank. Das nächste Wort hat Frau Kollegin Cárdenas für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Und wieder liegt uns ein Bericht der Vorsitzenden, Frau Ypsilanti, der ich hiermit sehr danke, vor, der dieses Mal über seine Arbeit im Jahre 2015, Arbeit des PTA im Jahre 2015, berichtet. Die Bedeutung dieses Ausschusses ist wieder einmal deutlich gestiegen. 10% mehr Petitionen gingen ein, und damit ist der höchste Stand seit 10 Jahren erreicht. Und das gibt den Anlass, auch dieses Jahr wieder dem Petitionsreferat, seiner Leitung und seinen Mitarbeiterinnen zu danken, die damit auch 10% mehr Arbeit leisten mussten und, ich nehme an, ohne eine 10%ige Steigerung ihres Gehalts auskommen mussten. Diese Zuarbeit ist, glaube ich, für jeden und jede von uns Abgeordneten immens wichtig, egal wie stark man sich selbst einzuarbeiten bereit ist. Mein Dank gilt natürlich auch den Mitarbeiterinnen der Ministerien, an erster Stelle Herrn Müller, der für die sogenannten Ausländerpetitionen immer ansprechbar ist, und natürlich der Vorsitzenden, der stellvertretenden Vorsitzenden, den Obleuten und den Abgeordneten aller Fraktionen, die die Arbeit leisten. In der letzten Zeit sind auch beim Petitionsausschuss moderne Zeiten angebrochen. Zwei Beispiele dafür will ich nennen. Man kann Petitionen seit 1,5 Jahren endlich auch per Internet einreichen, was ziemlich geräuschlos über die Bühne gegangen ist, wenn man bedenkt, wie viel Widerstand vorher da in den Jahren produziert wurde. Und wir präsentieren uns inzwischen sogar in einfacher Sprache und erfüllen damit eine Anforderung der Behindertenrechtskonvention, eine Anforderung, der bisher längst nicht alle Landtage nachgekommen sind. Das ist toll, meine lieben Kolleginnen und Kollegen.
Es gibt weitere Bausteine für eine Öffnung des hessischen PTA nach außen, in die Gesellschaft hinein. Das sind zum einen die bewährten offenen Sprechstunden im Landtag, aber auch außerhalb in den verschiedenen Regionen Hessens, wo mögliche Petenten direkt mit einer Abgeordneten des PTA ins Gespräch kommen können. Zum anderen die Ortstermine, an denen Petenten und Abgeordnete sich austauschen können. Weiterhin der Stand und die Präsentation auf dem Hessentag sowie seit einigen Jahren das Schulprojekt in der Hessentagsstadt, an dem ich auch immer teilnehmen durfte. Ich glaube, dass das Schulprojekt von allen Beteiligten als sehr wertvoll angesehen wird, weshalb ich glaube, dass es gut wäre, zu überlegen, ob für ein so tolles und gefragtes Projekt nicht nur einmal im Jahr in der jeweiligen Hessentagsstadt unterbreiten sollten. Allerdings halte ich es für sinnvoll, vorher einmal mit einer Art Follow-up-Studie an die Schulen, die bereits ein Projekt mit uns gemacht haben, heranzutreten. Mich irritiert nämlich ein wenig, dass meines Wissens bisher kein echtes Anliegen aus diesen Schulen den PTA erreichte. Warum, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind mir diese Bausteine, die ich gerade benannt habe, zur Öffnung ins Gemeinwesen eigentlich so wichtig? Warum halte ich es für erforderlich, sogar, dass wir noch weitere Bausteine dazu entwickeln sollten? Vielleicht geht das auch in die Richtung meines Kollegen von der FDP, der eben dazu gesprochen hat, dass wir noch weitere Bausteine dazu entwickeln, vielleicht sogar in die Form eines Petitionsgesetzes gießen könnten. Aus meinem Politikverständnis heraus und auch aufgrund der kürzlich erzielten Wahlerfolge von Rechtspopulisten bin ich der Meinung, dass wir alle parteiübergreifend in die Zukunft von Bürgerrechten und Demokratie investieren müssen und dafür auch dem Petitionsausschuss eine zentralere Funktion als bisher zugestehen sollten. Ich sehe wie Sie das hessische Petitionsrecht als ein Instrument, mit dem Verwaltungsfehler und Rechtslücken erkannt und abgestellt werden können. Aber hierzu würde ich mir eine Einstellungs- und eine Haltungsänderung auch hier im Haus und den zugeordneten Ministerien wünschen. In dem Sinne, dass dieses Erkennen von Verwaltungsfehlern und Gesetzeslücken vielmehr als bisher als Chance begriffen wird. Bisher wird es meines Erachtens von der Verwaltungsbürokratie und den politischen Verantwortlichen eher als beschämend empfunden, wenn der Bürger oder die Bürgerin eine Lücke oder gar einen Fehler entdecken. Dabei sollte man meines Erachtens diesen Menschen einen Orden verleihen und ein Streich- und Zupfkonzert bestellen, um dieses zu feiern. Ich würde gerne dazu beitragen, im Verständnis des PTA einen Paradigmenwechsel herbeizuführen. Der PTA ist wie kein anderer Ausschuss des Landtages geeignet, die Kluft zwischen Bürgerinnen und Parlamentariern zu überbrücken, die Anliegen einzelner Bürgerinnen, auch gemeinsame Anliegen vieler direkt aufzugreifen. Über deutliche Verbesserungen im Verfahrensablauf, in der Benutzerfreundlichkeit, in der Reichweite, in der Einbeziehung von Öffentlichkeit müssen wir einem möglichen Vertrauensverlust etwas entgegensetzen. Das können wir auch durch Veränderungen im PTA. Stichworte für ein entsprechendes Petitionsgesetz wären z. B. Öffentlichkeit der PTA-Sitzungen, Anwesenheit und Rederecht des Petenten, kommunales Petitionsrecht einführen, Mitzeichnungsmöglichkeit bei öffentlichen Anliegen, öffentliche Übergabe von Petitionen und Erläuterung des Anliegens gegenüber der Presse. Als Abschluss möchte ich ein Zitat einer Abgeordneten aus einem PTA eines anderen Bundeslandes kurz vorlesen. Sie sagt, wie wäre es denn, wenn es manchen Petenten gegebenenfalls unter Ausschluss weiterer Öffentlichkeit gestattet würde, im Ausschuss selbst anwesend zu sein, zu ihrer Eingabe Stellung zu nehmen, Fragen der Abgeordneten zu beantworten, Befürchtungen der Ministerien zu entkräften, gemeinsam mit uns nach Lösungen zu suchen. Warum sollten wir das nicht tun? Warum sollten wir nicht gegenüber den Petenten unseren Empfehlungen begründen können? Damit würde mehr Nähe gewagt, und ich finde, das steht uns zu. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete. Das Wort hat Frau Abgeordnete Wallmann für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Vor uns liegt der zweite Bericht des Petitionsausschusses, in dem es um das abgelaufene Jahr 2015 geht. Die 21 Abgeordneten des Petitionsausschusses waren auch im abgelaufenen Jahr dafür tätig, dass in Artikel 17 des Grundgesetzes und in Artikel 16
der Hessischen Verfassung verbriefte Grundrecht der Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, nämlich dass sie sich mit Bitten und Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung wenden können. Ich will aus Sicht der CDU-Fraktion noch einmal ein paar Zahlen und Punkte benennen, die aus unserer Sicht im vergangenen Jahr von Relevanz waren. Im Jahr 2015 erreichten uns 1.220 Petitionen. Das ist ein Anstieg um 10% und so viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Das ist durchaus ein bemerkenswerter Hinweis. Jede fünfte Petition ging inzwischen als Online-Petition ein. Ich glaube, auch das ist wichtig, dass wir Vorgänge für die Bürgerinnen und Bürger vereinfachen. Und in den Petitionen baten die Bürgerinnen und Bürger vorrangig um Klärung, Kontrolle und Überprüfung von Verwaltungshandlungen und Verwaltungsverfahrensabläufen. Dabei war und ist, und das haben meine Vorredner ja auch schon herausgestellt, jeder Fall ein Einzelfall, im Übrigen auch unabhängig davon, wie viele Unterstützer die jeweilige Petition hatte. Und es gibt auch schicksalhafte Fälle, die uns alle im Petitionsausschuss auch bewegen und eben auch Härten, die dadurch entstehen können, dass Gesetze in der Regel abstrakte und ins Grundsätzlich gehende Regelungen beinhalten und aber auch enthalten müssen, begegnen uns gemeinsam im Petitionsausschuss. Und wir versuchen dann gemeinsam für die Betroffenen Lösungen zu finden. Wir sind also Interessensvertreter für die Bürgerinnen und Bürger, aber als Abgeordnete natürlich auch selbstverständlich dazu verpflichtet, die geltenden Rechtsvorschriften, Erlasse, Verordnungen und eben auch Gesetze nicht außer Acht zu lassen. Und vor diesem Hintergrund konnten wir eben auch nicht jeder Petition stattgeben. Aber, und ich glaube, das ist wesentlich in der Zusammenarbeit, jedes Anliegen wird von uns ernst genommen und selbstverständlich auch mit der entsprechenden Sorgfalt geprüft und eben auch diskutiert. Wir haben auch, wie auch im vergangenen Jahr, 1.200 Petitionen zum Abschluss bringen können. Und im Unterschied zum vergangenen Jahr, und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Punkt, hat es einen nicht ganz unwesentlichen Anstieg bei den ausländerrechtlichen Petitionen gegeben. Wir sind inzwischen bei rund 35 Petitionen, und das sind damit doppelt so viele wie noch im Jahr 2012. Zum Großteil betreffen die Petitionen die Länder des Westbalkans, also der sicheren Herkunftsstaaten. Und ich muss auf eine Formulierung im Petitionsausschuss dann doch noch einmal kurz, des Petitionsberichts auch noch einmal kurz eingehen. Das ist auch von unterschiedlichen Vorrednern auch kurz erwähnt worden. Es gab eine Vereinbarung unter den Obleuten auf Bitte des Innenministeriums bei den kosovarischen Petenten oder bei den Petitionen, diese einfach zügig auch zu bearbeiten. Das haben wir in der VPK einvernehmlich miteinander so besprochen. Ich denke aber, das muss auch heute hier gesagt werden, dass da sich alle Fraktionen bis auf die Linksfraktion dran gehalten haben. Und ich würde mir schon wünschen, dass zukünftig, wenn jemand eben nicht bereit ist, solche Absprachen mitzutragen, das finde ich, hat dann auch etwas mit Fairness untereinander zu tun, das dann auch vorher zu kommunizieren und nicht die Petitionen dann einfach liegen zu lassen, und damit man mal konkret weiß, um welche Zeiträume es sich handelt. Also unter zügig verstehe ich natürlich, dass man sich einen Sachverhalt anschaut und dann eben auch so schnell wie möglich zu einer Entscheidung kommt. Bei der Linksfraktion reden wir hier von Liegezeiten von 4 bis 7 Monaten. Das ist nicht das, was ich unter einer zügigen Bearbeitung verstehe. Und es ist natürlich auch nicht fair den Menschen gegenüber, die diese Petitionen einreichen. Denn sie machen sich natürlich am Schluss falsche Hoffnungen, nämlich die Hoffnung, dass sie eine längerfristige Aufenthaltsperspektive hier in Deutschland bekommen. Und ich finde auch, es ist nicht fair gegenüber den Menschen, die wirklich unsere Hilfe benötigen und um ihr Leib und Leben fürchten müssen. Und das ist sicherlich ein Punkt, da müssen wir in der VPK noch einmal miteinander sprechen, wie wir zukünftig mit Absprachen umgehen, weil Absprachen funktionieren nur, wenn sich alle auch dann daran halten. Ich möchte mich, und damit komme ich jetzt auch zum Schluss, ganz herzlich nicht nur bei den Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Das gilt für meine eigene Fraktion, für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, für die FDP und natürlich auch für die SPD. Ich habe eben gesagt, warum eine Zusammenarbeit bei der Linksfraktion mitunter schwierig ist. Ich finde, das kann man hier auch durchaus dann mal ansprechen. Ich möchte mich ganz besonders beim Petitionsreferat ganz herzlich bedanken für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken für die auch immer wieder konstruktive Hilfestellung bei Fällen, die nicht immer einfach sind, dass Sie uns da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich sehe jetzt vom Petitionsreferat Frau Bachmann und Herrn Beck. Schön, dass Sie auch heute hier sind. Mein Dank gilt selbstverständlich außerdem in besonderer Art und Weise dem Hessischen Innenministerium, die ja nun insbesondere auch nicht nur mit Petitionen des Kommunal- oder des Beamtenrechts zu tun haben, sondern natürlich eben auch mit den Aufenthaltspetitionen. Mein Dank an den Innenminister und natürlich auch an die weiteren Ministerien. Herzlichen Dank. Und ich würde mich freuen, wenn wir weiterhin so konstruktiv im Sinne der Bürgerinnen und Bürger zusammenarbeiten. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Kollegin Öztürk für 2,5 Minuten. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist mir dann doch ein bisschen, liegt es mir sehr am Herzen, zum Petitionsbericht doch die ein oder anderen Worte zu sagen. Einerseits natürlich auch meinen Dank auszusprechen, weil ich jetzt nicht mehr Mitglied im Petitionsausschuss bin, an das Referat, das jahrelang in den sehr schwierigen Fällen alle Abgeordneten sehr konstruktiv unterstützt hat. Ich möchte aber auch noch einmal deutlich machen, dass mit den jetzigen asylrechtlichen Verschärfungen auf Bundesebene der Spielraum im Petitionsausschuss für Fälle, die sehr schwierig sind, positiv zu entscheiden, sehr, sehr klein geworden ist. Das bedauere ich sehr, weil die Konsequenzen, die müssen wir schon hier gemeinsam tragen, wenn Menschen aus dem Westbalkan, die als sichere Herkunftsstaaten ausgerufen werden, in einem Schnellasylverfahren abgelehnt werden, dann aber beispielsweise im Petitionsausschuss Hoffnung haben, ein Bleiberecht zu erwirken, werden wahrscheinlich dieses nicht bekommen. Und das ist sehr bedauerlich, meine Damen und Herren. Ich sage auch gerne, warum. Denn es gibt Menschen, die ihr Anliegen anbringen im Asylverfahren, wenn es beispielsweise um geschlechterspezifische Verfolgung geht, um Menschen aus dem Kosovo oder Albanien, darum geht, dass sie von der Blutrache oder Blutfehde verfolgt sind. Diese Menschen haben einen Asylantrag gestellt, und diese Asylgründe sind kaum berücksichtigt worden, sondern weil es ein sicherer Herkunftsstaat ist, ist es pauschal abgelehnt worden. Ich habe solche Fälle in meinem Wahlkreis. Und jetzt ist es natürlich schwierig, wie sagt man diesem Menschen, wenn Leib und Leben bedroht ist, dass er freiwillig oder sie freiwillig in ein sicheres Herkunftsland wie den Kosovo ausreisen soll, dass wir dann in so einer Situation meinen, uns anmaßen zu können, es gibt diejenigen, die mehr unsere Unterstützung brauchen, als jene, die es nicht brauchen könnten. So ein Schicksalsengel will ich nicht spielen. Das steht uns nicht zu, und das steht auch diesem Haus nicht zu, meine Damen und Herren. Und als Letztes, es ist immer wichtig gewesen, dass der Berichterstatter und die Berichterstatterin selbst entscheidet, wie lange sie an einer Petition arbeitet. Und dieses Grundrecht dürfen wir und können wir niemanden in diesem Landtag strittig machen. Auch nicht Frau Wallmann, wenn Sie es gerne der LINKEN, und zwar Frau Kadener, strittig machen wollen. Das gehört nicht zu unserem parlamentarischen Konsens. Ich habe relativ gut mit der Frau Kadener zusammengearbeitet in der Vergangenheit, als sie Vorsitzende war, als ich in der Petitionsausschuss mit Frau Ypsilanti als Vorsitzende arbeiten durfte. Ist es mir auch immer eine sehr positive Erinnerung. Von daher lassen wir doch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter die Petitionen sich so lange angucken, wie sie es angucken möchten. Das ist das Grundrecht sowohl des Petenten als auch des Berichterstatters. Nur so sind wir wirklich sachorientiert. In dem Sinne danke ich und wünsche allen Kolleginnen viel Erfolg in Zukunft in den Petitionsausschuss. Danke schön. Das Wort hat Herr Innenminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Frau Kollegin Öztürk, vielleicht gleich als Bemerkung zu Beginn. Wenn bei jemandem, der bei uns hier Schutz sucht, Leib und Leben bedroht sind, dann findet keine Abschiebung statt. Punkt. Fertig. Wenn Leib und Leben bedroht ist, findet das nicht statt. Lassen Sie mich, meine sehr geehrten Damen und Herren, noch einmal herausstellen, der Artikel 16 der Hessischen Verfassung ist ein herausragendes Recht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger. Wir können sehr dankbar den Kolleginnen und Kollegen hier im Hessischen Landtag sein, die diesem Recht der Bürgerinnen und Bürger, nein, diesem Recht, jedermann sich an den Hessischen Landtag, an unsere Volksvertretung zu wenden, auch tatsächlich Geltung verschaffen, indem sie herausragend mit Herzblut, mit viel Einsatzbereitschaft, Frau Vorsitzende Ypsilanti, dafür Sorge tragen, dass eben die Anliegen, die vorgetragen werden, auch eben einer entsprechenden Bearbeitung zuteil werden. Deswegen auch von den Seiten der Landesregierung ein herzliches Dankeschön, vor allen Dingen
an die Kolleginnen und Kollegen hier im Hessischen Landtag. In diesen Dank will ich einbeziehen auch die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter des Petitionsreferats, Frau Bachmann, Herr Beck, aber natürlich auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Verwaltungen, ob in den Ministerien, in den Kommunalverwaltungen, der Sozialverwaltung, wo auch immer ein Anliegen sozusagen aufläuft und es noch einmal bearbeitet werden muss, noch einmal begründet werden muss, noch einmal überlegt werden muss, ob wirklich alles so gelaufen ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. All diejenigen, die sich dort mit einsetzen, dass die Bürgerinnen und Bürger, dass den Bürgerinnen und Bürgern noch einmal das Recht überprüft wird, möchte ich ebenfalls ein sehr herzliches Dankeschön zurufen. Meine Damen und Herren, es ist viel Arbeit. Das ist, glaube ich, hier deutlich geworden, auch in den Redebeiträgen der Kolleginnen und Kollegen. Die Anzahl der Petitionen und wenn man da vor allen Dingen das Ausländerrecht sich anschaut, haben sich um 72% gesteigert im vergangenen Jahr auf 427. Wenn man sich einmal anschaut, Anfang der 2000er oder Ende der 90er Jahre hatten wir einen Bestand der Petitionen von 820 nur im Bereich des Ausländerrechts. Das war doppelt so hoch. Warum war das damals so? Weil im Auslaufen der 90er Jahre diejenigen ausländerrechtlichen Fälle, die aufgelaufen sind durch den Bürgerkrieg in Bosnien, in Restjugoslawien, dort sind viele, viele Menschen hier gewesen, die dann am Ende durch viele Instanzen dann zuletzt noch einmal den Hessischen Landtag angesprochen haben, gefragt haben, ob ihnen sozusagen, ob sie entsprechend vielleicht nicht doch ein Bleiberecht oder Ähnliches bekommen. Das bringt mich zu der Überlegung, dass wir uns darauf einstellen müssen, nachdem wir im vergangenen Jahr einen sehr, sehr großen Zustrom von Menschen in unser Land hatten, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass natürlich sozusagen in den nächsten Jahren wir ähnlich damit rechnen müssen, dass viele Petitionen den Hessischen Landtag eben genau mit diesen selben Fragestellungen wieder erreichen, nur dass wir das schon ein bisschen im Blick behalten. Es gibt wahrscheinlich einen kleinen Unterschied zu der Zeit vor 15, 16 Jahren. Die Fragen, und da stimme ich Ihnen, Frau Kollegin Öztürk, auch nicht zu, das, was wir im Bereich Altfallregelung, Bleiberechtsregelung in den letzten Jahren sozusagen bekommen haben, unterscheidet sich natürlich elementar von dem, was Anfang oder was Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er sozusagen in unserem Ausländerrecht noch zugegen war. Insofern glaube ich, dass wir dort vielleicht nicht ganz mit diesen Zahlen rechnen müssen, aber gleichwohl uns darauf einstellen müssen, dass die Abgeordneten im Petitionsausschuss auch in Zukunft ordentlich Arbeit gerade in diesem Bereich haben werden. Ich will Ihnen den Kolleginnen und Kollegen auch ein herzliches Dankeschön für ihre Öffentlichkeitsarbeit zurufen. Das, was Sie auf dem Hessentag machen, Frau Kollegin Öpsilanti hat das eben dargestellt, von Bürgersprechstunde bis hin dazu, dass wir die Verfahren vereinfacht haben. Das sind Errungenschaften, die sich in den letzten 10 Jahren ergeben haben. Und auch darauf können wir hier in Hessen besonders stolz sein. Lassen Sie mich zum Abschluss noch eines sagen. Artikel 16 der Hessischen Verfassung ist ein herausragendes Recht, aber es ist keine zusätzliche juristische Instanz. Und da kommen wir dann zu der Frage, Frau Cárdenas, ob es öffentliche Sitzungen oder Ähnliches geben sollte, ob vielleicht sozusagen Petenten beteiligt werden sollten. Am Ende muss der Hessische Landtag entscheiden, wie er sich selbst organisiert. Ich möchte nur darauf hinweisen, das Petitionsrecht als solches dient den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie die Bitte an das Parlament, an die Volksvertretung vortragen dürfen in schriftlicher Form, damit ihr Fall noch einmal sozusagen unter einem anderen Blickwinkel betrachtet wird. Aber es ist ausdrücklich nicht die vierte oder fünfte juristische, gerichtliche Instanz, in der sozusagen noch einmal ein öffentliches Verfahren durchgeführt wird, sondern es ist eben ein Jedermanns, ein Petitionsrecht. Dem haben Sie, meine Damen und Herren, im Petitionsausschuss Geltung verschafft. Dafür will ich mich im Namen der Hessischen Landesregierung sehr herzlich bedanken. Ich freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit in diesem Gremium. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister. Vielen Dank an alle Debattenredner. Herzlichen Dank
an die Frau Vorsitzende und die Mitglieder des Petitionsausschusses. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter im Petitionsreferat, Frau Bachmann. Herr Beck, bitte melden Sie es gehorsamst weiter. Vielen Dank dafür.